Hey, ciao Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich befinde mich gerade in Frankfurt, denn hier findet seit heute die weltweit größte Fahrradmesse, die Eurobike 2024 statt. Mehr als 1800 Aussteller aus über 60 Nationen präsentieren auf einer Gesamtfläche von über 150.000 Quadratmetern ihre Produktneuheiten für 2025 und genau die wollen wir uns heute zusammen anschauen. Ich würde sagen, wir starten jetzt durch, abonnieren, liken und kommentieren nicht vergessen. Hallo, mein Name ist Ferdinand Wolf von der Firma DJI, normalerweise bekannt für Drohnen, Actioncams, Stabilisierungssysteme für Kinokameras und seit heute auch für einen E-Bike-Antrieb, für E-Mountainbikes, um genau zu sein. Genau, bringen wir heute auf den Markt, hier auf der Eurobike 24. Es ist ein komplettes System, besteht aus Motor, einem Screen, ist quasi so die Head-Unit, also das Gehirn des Ganzen. Zwei Batteriegrößen verschiedenen, die der Hersteller, je nachdem, ob er einen 800 Watt oder einen 600 Watt Akku integrieren will, sich aussuchen kann. Oder der Kunde vielmehr, kann sich natürlich aussuchen, wenn der Hersteller zwei verschiedene Versionen hat. Dann haben wir Wireless-Controller, die man an den Lenker anbaut. Und genau, das Ganze ist von DJI als System, als offenes System für alle Hersteller. Das heißt, alle namhaften Hersteller können das in Zukunft in ihre Räder integrieren. Wir haben aber auch, um das System auch direkt quasi erlebbar zu machen, mit einer neuen Marke kooperiert, die heißt Amflow. Die wird stark von DJI unterstützt. Und die Marke Amflow launcht jetzt auch zur Eurobike schon ein Fahrradmodell in zwei verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das ist ein All-Mountain-Mountainbike, wo dieses System schon integriert ist und auch schon getestet werden kann. Das Rad wird im September schon ausgeliefert. Das heißt, das System ist dann ab September schon in einem Rad auch verfügbar und testbar. Genau, die Besonderheiten sind, wir haben bei der Entwicklung den Fokus darauf gehabt, ein System zu kreieren, was eigentlich die Leistung eines Full-Power-EMTB-Systems hat. Also einen großen Akku mit 800 Watt, hatte ich eben schon erwähnt, aber auch sehr viel Leistung im Motor. Wir sprechen hier von einer Peak-Leistung von 120 Newtonmeter. Das gehört also zu den stärksten Antrieben, die man hat. Aber auf der gleichen Zug ein sehr leichtes System zu entwickeln. Also Full-Power, aber eigentlich die Abmessung und das Gewicht von einem eher einem Light-EMTB. Antrieb. Man kennt es ja normalerweise, in den letzten Jahren gab es immer diese Full-MTBs mit starken Antrieben und großen Akkus und die Light-MTBs mit sehr kleinen Akkukapazitäten und nicht so starken Motoren, die dann ermöglicht haben, ein leichtes EMTB zu bauen. Es gab aber nie so wirklich was in der Mitte und genau das, diese Lücke wollen wir jetzt eigentlich füllen. Der Motor ist sehr kompakt, wiegt nur 2,52 Kilogramm, das ist sehr, sehr leicht. Der Akku mit 3,7 Kilogramm für einen 800 Watt Akku auch extrem leicht, extrem kompakt auch. Wenn man sich das Fahrrad anguckt, den Rahmen, werdet ihr wahrscheinlich auch noch ein paar Bilder gleich sehen. Es sieht eigentlich erstmal fast aus wie ein Biobike, also ein Pushbike, wo gar kein Motor drin ist oder wie halt eben ein Light-EMTB. Weil wir es eben durch diesen schlanken Akkuformfaktor und den schlanken Motorformfaktor hinkriegen, jetzt sehr, sehr schöne, ästhetische und schlanke Räder zu bauen, denen man das halt eben erstmal gar nicht ansieht. Es fährt sich auch sehr natürlich, weil wir als DJI natürlich eine große Erfahrung haben. Das ist auch generell, um mal die Kurve zu kratzen, warum macht DJI jetzt eigentlich einen E-Bike-Antrieb? Wir bauen ja seit über 15 Jahren Drohnen. Drohnen haben bürstenlose Motoren, haben Fahrtenregler, ESCs, Electronic Speed Controller, haben viele Sensoren, haben Akkus, haben Batteriemanagementsysteme. Also diese ganze Technologie, die haben wir schon seit Jahren und die perfektionieren wir von Jahr zu Jahr. Und wir haben uns gedacht, warum nutzen wir diese Erfahrung nicht einfach auch im E-Mountainbike-Bereich oder im E-Bike-Bereich generell? Genau, haben dann seit 3 Jahren entwickelt und das ist jetzt quasi das erste System, was auf den Markt kommt. Genau, und unsere Erfahrung mit Sensoren, die man ja in jeder Drohne braucht, damit eine Drohne überhaupt gerade fliegt oder überhaupt in der Luft bleibt, die haben wir auch in dem E-Bike untergebracht. Und zwar in diesem Head-Unit, in dem Display sitzen ein Gyro und eine IMU, also ein Beschleunigungssensor, ein Lagesensor. Und so können wir immer sehen, in welcher Lage und welcher Fahr... in welcher Fahrsituation das Fahrrad gerade ist.
Außerdem haben wir einen sehr genauen Hallsensor an dem Hinterrad. Damit können wir viel genauer die Drehzahl des Hinterrads ablesen als mit einem herkömmlichen Magnet, der so einmal im Schaltjahr, sage ich immer, vorbeikommt. Ja, wir haben da viel mehr Position. Wenn man das Rad rollt, sieht man schon, dass direkt eine Geschwindigkeit angezeigt wird. Und mit diesen ganzen Sensoren, wir haben über 10 Sensoren im Rad verbaut, können wir eben sehr, sehr natürliches Unterstützungsgefühl anbieten in unserem Automodus. Wir haben aber auch noch die traditionellen Modis wie Eco, Trail und Turbo, die man auch noch in der App dann frei konfigurieren kann. Im Display selber sind auch noch ein paar andere sehr schöne Features integriert, wie zum Beispiel GPS. Das zeichnet jederzeit die Tourdaten auf, die man fährt. Man braucht also nicht extra noch einen, irgendwie eine App auf dem Handy starten oder noch einen extra GPS-Tracker ans Rad bauen. Man hat also jeden Meter, den man fährt, automatisch getrackt. Kann man natürlich auch ausschalten, wenn man das nicht haben will. Aber selbst die Fahrt morgens zum Bäcker kann man dann eben in seinen jährlichen Überblick mit reinbauen, was cool ist. Außerdem haben wir ein Modem drin, das heißt, man kann eine SIM-Karte reinstecken in das Display und kann dann remote auf das Rad zugreifen, um zu schauen, wie voll gerade der Akku ist. Andere Einstellungen, man kann sehen, wo das Rad gerade ist. Wir haben ja GPS drin. Das ist sehr angenehm. Das heißt, wenn es mal jemand entwendet hat, kann man gucken, wo das Rad gerade ist. Und durch den Gyro, den wir ja haben, haben wir auch eine Diebstahlerkennung. Das heißt, wenn jemand das abgestellte Rad bewegt, erkennt es unser Gyro und schickt dann automatisch über das Modem eine Nachricht an das Handy. Kann man vergleichen zu modernen Elektroautos, wie zum Beispiel einem Tesla. Wird ja auch so ein Sentry-Mode, sowas haben wir. Und wir haben auch so Modis, dass man zum Beispiel ein Passwort setzen kann auf dem Fahrrad, sodass kein Unbefugter anschalten kann, den E-Antrieb. Und wenn man mit seinem Handy nah rangeht, entsperrt sich das Rad automatisch. Wenn man wieder weggeht, sperrt sich das. Man kennt das auch von modernen E-Autos. Genau, den Screen, den wir verwenden in unserem Touchscreen, ist gerade schon gesagt ein Touchscreen, ein OLED-Touchscreen mit Lichtsensor aus unseren Action-Cams. Das heißt, der ist auch unter rauen Bedingungen erprobt, funktioniert, wenn Wasser drauf ist, funktioniert mit Handschuhen. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es ankommt. Ich glaube, es füllt eine sehr schöne oder eine sehr gute Lücke im Moment im E-Bike-Markt. Wie gesagt, so genau diesen Middle Ground zwischen den Full-MTBs und Light-MTBs und mit einem Gewicht von 19,2 Kilogramm in unserer leichtesten Version. Wie gesagt, haben wir ein Full-Power-MTB, was aber in die Richtung vom Gewicht von einem Light-MTB kommt. Ich denke mal, das ist so das Hauptaugenmerk, was wir auch bei dem Antrieb realisieren wollen. Wir sind im Turbo drin. Es gibt noch einen Boost. Genau, das wäre der Boost. Der boostet ordentlich, allerdings nur für 30 Sekunden. Da zählt auch hier so ein kleiner Countdown runter. 20 haben wir noch. Achtung! Schwer treten. Genau, jetzt hat es gerade gepiept. Jetzt ist der Boost wieder beendet. Also es gibt über dem Turbo noch einen Boost-Modus, der für 30 Sekunden aktiv ist, indem man hier links am Controller die Taste drückt. So, den habe ich jetzt drin. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das im Uphill im Parkhaus verhält mit dem Boost-Modus. Werden wir jetzt gleich im Anschluss mal testen. Zuerst im Turbo das Parkhaus hoch mit dem neuen DJI Avenox-Antrieb. Schalten wir noch eins runter. Ja, nehmen wir den Boost mal rein. Der schiebt ordentlich. He? Da kommt richtig Saft drauf. Ah, alles gut. So, ganz hoch können wir jetzt nicht. Indem ihr eine Sekunde gedrückt haltet, aktiviert ihr den Boost. So, ich knall jetzt noch mal den Boost rein und start mal aus dem Stand. Let's go! Das schiebt schon kräftig an. Da ist mal ruckzuck auf 30 km/h. Ja, das gefällt mir richtig gut. Der ist mit 800er Akku, wiegt 21 Kilo mit 800er. Und mit, was hat er gesagt, genau mit dem 600er 19,2. Und trotzdem Full Power. Ne? Das ist wirklich krass. Ja, das ist natürlich richtig geil. Was das dann auf Reichweite heißt und wie sich das im Gelände darstellt, ist ja immer noch was anderes. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes System. Für was
fährst du? Für wen bist du hier? Ich habe einen YouTube-Kanal. Ah, okay. Ja. Heißt so, I love IMTB. I love IMTB. Hi, Matthias. Hi, ich bin der Helge. Hi, ich bin für...